Das Hortel. Auch wenn es viele Berge mit schöneren Namen geben mag, ist die Skitour auf das Hortel dafür umso schöner und faszinierender. Deshalb geht es heute bei den Skitouren für Einsteiger auf das Hortel. Gestartet wird beim Parkplatz im Axamer Lithium, direkt bei der Talstation der Bergbahnen. Das Axamer Lithium hat mit den Skitourengehern ein freundschaftliches Verhältnis. Also ist es egal, ob die Lifte nun fahren oder nicht. Hält man sich an die Regeln, kann man entlang der Piste Nummer 1 bzw. 1A den Aufstieg genießen. Wir starten direkt in Richtung Süden. Hier ist es in den Wintermonaten meistens schattig, der Schnee ist hart und es ist grundsätzlich sehr kühl. Bei der Weggabelung halten wir uns links. Hier geht es etwas gemäßigter die Piste hinauf und im Allgemeinen ist dieser kurze Abschnitt auch etwas ruhiger. Apropos Ruhe, seine Ruhe wird man am Hortel eher selten haben. Das Hortel ist ein beliebter Hotspot für Skitourengeher und Skifahrer aus dem gesamten Innsbrucker Raum. Deshalb darf man nicht davon ausgehen, dass man hier einsame Skitouren gehen wird, sondern man wird sich eher damit abfinden müssen, dass man in der Masse unterwegs sein wird. Dafür ist diese Tour aber wirklich einsteigerfreundlich und trotzdem garantiert sie unglaubliche Ausblicke. Nachdem wir wieder auf der breiten 1er-Piste ausgekommen sind, können wir nun weiter in Richtung Süd-Südwesten gehen. Hier wird es kurz auch etwas steiler. Nach dem Steilstück geht es aber wieder flacher und gemütlicher weiter. Der Blick nach links lässt einen über die Winterlandschaft rund um die Hörzingenwand immer wieder staunen. Auch der Blick zurück fasziniert schon irgendwie. Man hat das Gefühl, noch gar nicht so weit gegangen zu sein, und doch schaut die Landschaft rund um das Birgitzköpfel und das Inntal irgendwie schon ganz anders aus. Tatsächlich ist diese Tour aber wirklich kein gigantisches Projekt, sondern in kurzen 2 bis 2,5 Stunden zu schaffen, bei gemütlichem Tempo, versteht sich. Immer wieder werden einem auch die typischen Performance-Wiesel begegnen, die in 45 Minuten am Gipfel stehen wollen. Doch gerade wenn man erstmals versucht, mit Skiern den Berg hinaufzukommen, sollte man es etwas ruhiger angehen. Wir halten uns nun aber weiter gen Westen und kommen zum Rastplatz, dem Dohlennest. Hier bietet es sich an, mal kurz für einen Tee aus der Thermoskanne Halt zu machen, aber wir wollen gleich sagen, von hier aus ist es wirklich nicht mehr weit. 760 Höhenmeter gilt es zu überwinden und das auf einer Strecke von etwa 3,6 Kilometern. Die Abfahrt ist übrigens mit der Farbe Blau kategorisiert und damit ebenfalls sehr gemütlich. Wem die Steigung und die Tour im Allgemeinen etwas zu ruhig ist, kann das gleiche Ziel auch über die rote Herrenabfahrt erreichen. Nah an der Hochtennspitze entlang geht es nun nochmal deutlich steiler bergauf. Hier heißt es jetzt nicht den Mut verlieren, aber ein kurzer Blick nach rechts zum Hordelhaus zeigt,
es ist zweifellos gleich geschafft. Gleich kommt außerdem noch ein gigantischer neuer Ausblick, den wir an diesem Tag noch nicht sehen konnten. Am Sattel angekommen, sehen wir nun erstmals nach Westen und auch ein wenig in Richtung Süden. Die Schlickerzinnen, das Sonntagsköpfel und Breitschwemmkogel, Grieskogel und viele mehr zeigen sich in ihrer weißen Pracht. Nun sind es nur mehr wenige Meter bis zum Hordelhaus und dem dazugehörigen schönen Gipfelkreuz. Ein letzter Aufschwung auf der blauen Piste und wir stehen oben. Hier können wir jetzt eine fantastische Rundumsicht genießen und auch beim Hordelhaus bei schönem Wetter Platz nehmen. Wenn euch dieser Tourguide gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, um künftig auch keine Inhalte mehr zu verpassen. Schaut auch auf unserer Plattform www.alpinacademy.at vorbei. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine schöne Zeit und Berg heil!